Bam Leute, herzlich willkommen zurück zu Minecraft New World. Heute werden wir ein bisschen Inneneinrichtung angehen. Zumindest versuche ich das. und ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit dem Sägewerk an. Aber bevor wir zur Inneneinrichtung gehen, möchte ich noch kurz was anderes machen. Und zwar, warte mal, habe ich das hier noch vielleicht? Ja, eine habe ich noch. Wow, wow, eine Fichtenholzstufe. Nice. So, und zwar möchte ich hier noch kurz ein paar Zäune machen. So. Da möchte ich hier draußen nämlich hier noch so ein kleines Dach drüber machen eigentlich. Hatte ich vor. Da war ich natürlich viel mehr Stufen. So. So, dann machen wir noch ein paar mehr hier. So, gleich noch ein paar hier. Zack, boom. So, und dann muss ich mir überlegen, wo das denn hingeht. So vielleicht. Dann eins weiter. Dann kannst du... Moment, denn dann gehst du hier noch eins weiter. Wenn du jetzt hier runter gehst, dann kommst du hier drauf, ne? Ja, yep, genau. Okay, sehr schön. Dann gehst du hier bitte nach hinten. Und zwar ganz nach hinten. Perfekt. Und dann machen wir noch 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das reicht doch genau mit 3 Holz. Planken. Zack, zack. Wunderbar. Und dann, alle, dann brauche ich noch ein paar Zäune hier. Zack, zack. Und dann hätten wir ja da draußen noch ein schönes kleines Dach. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da-da-da-dam. Da-da-da-dam. Huch. Nee, da ist nicht so richtig. Nicht so ganz. So, dann hätten wir noch so ein kleines Dach. Das ist doch auch schön. Ja, sieht doch schon besser aus. So, und jetzt machen wir hier ein bisschen Inneneinrichtung. Nur habe ich keine Ahnung, wie man die Inneneinrichtung bei einem Sägewerk macht. Ich bastle jetzt einfach mal irgendetwas, das vielleicht eine Sägestelle darstellen sollte. Die Frage ist, wie mache ich das jetzt? Ja, hier muss ich dann du mal weg. Ja, warte, hier muss ich mal. Zack. Kommst du wieder weg. Mache ich einfach mal das so. So. Bam, 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 bam. Ja. Ich mache das jetzt einfach mal so ein bisschen. Einmal so einen kleinen Tisch, der dann. Auf dem dann das Holz zersägt wird oder so. Keine Ahnung. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, was man hier drin bauen sollte. Deshalb mache ich einfach irgendwas. Man kann zum Glück noch vorbeigehen. Das ist ganz gut. Hier nicht so, aber ist ja egal. Bei so egal ist es jetzt auch nicht. Mache ich das dann lieber eins weiter nach vorne. So. Tja. Dann machen wir hier vielleicht eine Pause dazwischen. So. Zack. Zack, wie viel waren das jetzt? 4 Stück. Okay. 1, 2, 3, 4. Bist du hier auch ein bisschen im Weg? Klatschen wir euch hier hin. Und euch klatschen wir hier hin. Und hier hin. Und hier hin. Sehr gut. So und so. Barabaram, 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 bam, 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 barabaram. So, machen wir das so. Zack. Und dann, ja, keine Ahnung. Kommt hier irgendwie noch sowas drauf? Bei, nee.
machen wir was anderes drauf. Machen wir da lieber Zäune drauf? Ah, ich weiß es nicht. Machen wir mal ein paar Steinzäune. So. Vielleicht einfach so. Warte mal, ich brauche mal ein paar Baumstämme hier. So. So, das befindet sich jetzt natürlich da hinten, aber ist egal. So, vielleicht. Aber sieht man ja dann gar nicht mehr, dass da ein Ding drauf ist, ne? Dass da so ein Baumstamm drauf ist. Das ist auch blöd. Dann lassen wir das vielleicht einfach mal so. Machen vielleicht nur hier an den Ecken. Ein bisschen. So. Keine Ahnung. Ja, das Baumstamm drauf hier wieder zersägt. Keine Ahnung. Und für die Säge habe ich vorhin schon ein bisschen rumprobiert, zum Beispiel mit Eisengittern, aber es geht einfach nicht so geil, weil sich das Eisengitter nicht so gut verbindet. Es sieht einfach scheiße aus, wenn man was mit Eisengitter machen will. Von daher mache ich das mal ganz anders. Und zwar mache ich hier mal zwei Hebel. Dann mache ich das ganz einfach so, dass ich hier einen Hebel dran packe. Und hier einen Hebel dran packe. Dann ist es hier so quasi eine Säge, die gerade mitten im Holz steckt. Ja, ich denke, so könnte man das machen. Gut. Dann können wir hier ja noch so ein paar verschiedene Holzarten aushängen. Ja, noch ein paar Schwarzeichen. Also hier irgendwie so Eichen. Dann... So, hier ein bisschen... Nee, das ist ein Penis. Das kann ich nicht so stehen lassen. So. Und... Hier dann... Ein bisschen Fichte. Aber bei Fichte mache ich mal nicht, weil das gut zum Boden passt. Ja, das passt gut zur Wand. Das ist auch schlecht. Warte mal, ich hole mir noch ein bisschen... Birkenholz. So, zack, dann stellen wir das hier noch aus, und zwar machen wir das einfach mal hier so und dann zack, zack vielleicht und dann mache ich hier vorne nicht das Fichtenholz, sondern das Schwarzeichenholz, zack, zack, so irgendwie, ja, dann machen wir halt, keine Ahnung, nee. Warte mal. So. Und dann machen wir hier nochmal ein bisschen Fichtenholz rein. So irgendwie. Keine Ahnung. Ja, muss ja nicht. Wir haben einfach ein paar Holzarten ausgestellt. Dann klatschen wir noch ein paar Baumstämme rein. Hier so. Und ja, wobei, das könnte man als Säule interpretieren. Dann machen wir das halt so mal hier so ein bisschen. So. Dann hier so. Keine Ahnung. Zack. Nein, da wollte ich nicht hin. Zack, zack. Irgendwie so, keine Ahnung. Ein paar Baumstämme. Ja, und dann könnte man hier vielleicht noch ein Tischchen oder so hinpacken. Ja, machen wir mal hier ein paar Druckplatten. So, hier habe ich noch Zäune. Machen wir einfach so ein paar Tischchen. So. Sieht das gut aus? Nee, das sieht nicht gut aus. Gut, dann haben wir hier noch ein paar Treppen, wobei das sieht auch blöd aus, wenn die nicht aus Eichen sind. Ach, ich habe hier Eichentreppen. Wunderbar. Wonder Bear. Ja,
So und so dann, ne? Machen wir das hier vielleicht weg. Sehr schön. Haben wir die Inneneinrichtung vom Sägewerk fertig. Sehr, sehr gut. Packen wir den Rest noch hier rein. Wunderbar. Ach nee, hier fällt ja noch eine Druckplatte. Stimmt. Nee, ein Fichtenholz und ein Schwarzeichenholz. Das gibt eine schöne Druckplatte. Zack. Flop. Wunderbar. Bam, bam, bam. So, dann können wir uns jetzt ja um den Bauernhof kümmern. Der braucht ja auch noch ein bisschen Inneneinrichtung. Und um die werden wir uns jetzt kümmern. Bam, bam, bam. Ich gucke nochmal gerade auf mein schlaues Textdokument, ob ich was vergessen habe. Ich glaube nicht. So, hier sieht es ja richtig schön leer aus. Dann, was machen wir denn jetzt hier? Eine Küche. Aus was für einem Holz machen wir die Küche? Oder machen wir die Küche aus Stein? Kann man natürlich auch machen. Ich glaube, ich probiere mal die Küche aus Stein. So, Steine haben wir ja genug. Wir machen hier ein paar Treppen draus. Also, machen wir die Küche. Machen wir die hier so ein bisschen, oder? Ja, schon eher hier. Okay, das ist falsch. So, machen wir hier einfach mal so einen kleinen Bereich. So. Weil ja, das ist schon fast ein bisschen zu klein. Und jetzt noch eine weiter. Einfach mal so ein bisschen abgrenzen. Ja, machen wir direkt hier so eine vom Balken bis zum Balken. So, genau. Dann machen wir das. Machen wir das mal so, dass wir hier noch einen draufsetzen. Ich setze einfach noch einen drauf. hier auch. Und dann mache ich. Da drunter einen Steinzaun. Vielleicht sieht das ganz okay aus. Kann man machen, muss man nicht, aber warte mal, jetzt kann man das noch so machen, dass man hier Treppe hinsetzt, so vielleicht. Ja, kann man auch machen. Das geht schon irgendwie. Nicht hier, so, das da. Zack, zack. Das kann man durchaus anbieten. Dann hier natürlich auch noch. So. Da muss natürlich irgendwo noch ein paar Eingänge rein. Kann man hier auch noch machen. So. Kann man hier eine Falltür ransetzen? Das weiß ich gerade gar nicht. Gleich mal ausprobieren. Zack. Ich glaube nämlich nicht. Doch, kann man. Oh, schön. Cool. Dann hier auch noch. Wunderbärchen. Kommen hier ein paar Fackeln ran. Sehr gut. Da machen wir uns jetzt ein paar Öfen. Den Öfen gehören ja in die Küche, ne? Ja, den Ofen kann ich ja auch gleich mitnehmen. Es war noch direkt ein bisschen Kohle drin. Nice. Warte mal, da möchte ich jetzt aber erst noch abmessen hier. 2, 3, 4, 5. Also, ja komm, mache ich zwei Öfen, also noch einen. Weil mache ich direkt drei. Zack. Und dann kommen diese Öfen hier rein. Zack, zack, zack. Sehr gut. Da könnte man irgendeine Druckplatte noch drauf tun. Oder soll man das so lassen? Ich möchte da eigentlich gerne eine Druckplatte drauf machen. Deshalb, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Schmelze ich hier mal 6 Stein. So, dann mache ich überall noch ein bisschen Kohle rein hier. Zack, zack, zack.
Es waren ja relativ viele Öfen, so teile ich das durch vier. Ich weiß es nicht. Ich weiß es doch nicht. So, denn mit diesen Druckplatten, die kann man dann schön da drauflegen. Dann sieht es vielleicht aus wie eine Herdplatte. So, ja, weiß ich nicht. Kann man machen. So, dann so ein paar Regale wären wahrscheinlich nicht schlecht. Die mache ich aber natürlich aus Holz. Aus Birken genauso, aus Eichenholz. Ich glaube, ich mache einfach mal Eichenholz, damit das ein bisschen besseren Kontrast gibt. Zäune wären auch nicht verkehrt. So. So die Regale mache ich dann einfach mal. Warte, Stufen brauche ich noch. Habe ich, sehr gut. Dann mache ich das einfach mal so, zack, 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 und zack, 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 zack. Hier oben kommen Stufen rein. Ja, so kann man das doch gut anbieten. Ich sag hier wie immer, das kann man anbieten, ne? Schlimm, schlimm, schlimm. So, dann packen wir die Workbench noch da hinten hin irgendwo. Hier hin zum Beispiel. Und machen wir hier noch einen Nippel drauf. Da kommt hier ein Zaun hin. Und hier ein Zaun hin. Ja, das sieht komplett richtig aus. ja, so in etwa. Das sieht doch schon mal nach einer schönen Küche aus hier. Dann müsste man die Kissen noch irgendwann umstellen, aber ich habe gar keinen Bock, dass das Zeug hier rumschwirrt. Deshalb lasse ich das noch und mache das offscreen irgendwann. So, zack, zack. Perfecto. Ja, kann man doch so stehen lassen. Dann machen wir jetzt hier natürlich auch noch einen schönen Wohnbereich. Und ich glaube, ich mache das hier mal wie Susa. Zwar, dass ich die Tische aus Wolle mache. Dazu hole ich mir gleich mal Wolle. Ich glaube, Süße hat sogar noch ein paar Teppiche in ihrer Truhe drin. Das wollen wir natürlich gleich mal unter den Nagel reißen. Ja, nicht das Weizen. Teppich. Schön. Hier fehlt noch eindeutig eine Druckplatte. Das rieche ich doch schon. Ich habe es nicht gerochen, ich habe es einfach gesehen. So, das muss. Kann nicht sein, dass man hier die Tür selber zumachen muss. Bitte. So, Zeitteppiche, die reichen nicht. Na, nee, die reichen nicht wirklich. Wollen wir noch ein paar mehr Teppiche? Let's do it. Let's do it. Let's do it right, do it right. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oder so ging doch Teppiche. Ah ne, nur 3 hier, ne? Nur 2. So, ja komm, machen wir gleich mal eine ganze Ladung Teppiche hier. Stimmt, Teppich könnten wir auch noch verlegen. Haben wir bisher auch nicht gemacht. Aber wo wollen wir einen Teppich verlegen? In der Küche vielleicht? Also, ja, Teppich, das ist dann eher... Keine Ahnung. Sieht das gut aus, wenn man hier Teppich verlegt? Kann man eigentlich machen, ne? Wir könnten ja auch in der Küche, könnten wir diesen, diese anderen Steine nehmen, also Andesit und solche Sachen. Könnte man machen. Huch. So, ich wollte jetzt hier irgendwo einen Tisch hier platzieren. Machen wir den Tisch hier, so ein Fenster. Machen wir den hier so. So. Hoch.
Machen wir ihn zwei groß, dann bis an die Wand. Ja, an die Wand. Ja, wobei. Komm. Machen wir einfach mal. Jetzt ist halt nicht so ganz geil symmetrisch. Es sei denn, wir haben hier noch ein Stückchen Tisch hin. Können wir eigentlich auch machen, komm. Was soll der Geiz? Einfach machen. Ja, do it right. Ich mach doch schon right. So. Und dann hier ein paar Trappies. So. Zack, zack. Und zack, zack. Die Kiste muss dann natürlich noch weg. Das ist klar. Hier haben wir einen schönen großen Tisch. Hier könnte man auch noch ein paar Regale hinstellen. Oder wie die Schuhe oder so, keine Ahnung. Brauche ich aber noch ein paar Dinge. Wenn ich Holz dabei hätte. So. So, hier ein paar Stüfchen. Ja. Dann machen wir hier vielleicht noch so einen Kleiderständer. Da brauche ich ein paar mehr Zäune. Zack, zack. Dann machen wir hier so einen Kleiderständer ran. Dann machen wir hier nochmal so ein Regal. Zack, zack. Sieht ganz lustig aus. Ich glaube, ich lasse das so. Sehr gut. Dann sieht das hier schon mal nicht mehr allzu leer aus. Finde ich ganz gut. Dann könnte man hier vielleicht noch ein paar Bücherregale hinstellen oder so. Hier könnte man noch ein paar Rahmen hinklatschen. Mit ein paar Zutaten drin. Ach, genau, der Balkon müsste man ja noch machen. Ich lege jetzt hier einfach noch ein bisschen Teppich hier. So. Ja, das passt, denke ich. Doch, doch. Zum Schlafzimmer passt das. Gut, dann sehen wir auch unseren Teppich endlich los. So, jetzt da draußen machen wir natürlich auch so ein kleines, eine kleine Sitzgelegenheit. Dazu brauche ich mehr Holz. So. Paar Treppen. Ja, machen wir da. Wir machen da einfach einen Tisch in der Mitte. Also hier so. Machen wir da runter oben dann Stühle. Aber weil so viele Stühle ist dann auch doof. Machen wir nur zwei Stühle. Und das passt dann, denke ich. Brauche ich noch eine Druckplatte? Die haben wir hier drin noch. Zack. So. Zack. Wunderschön. Eine klickende Druckplatte. Hier könnte man natürlich auch noch Fackeln hinmachen. So. Warte mal, ist das richtig so? Ja, tatsächlich. Aber hier kommt ja noch ein Zaun ran. Wir haben einen Zaun. Was ist das denn für ein Zufall? Wow. Krass, dieser Zufall. Dann könnten wir. Dann machen wir hier noch ein paar Fackeln drauf. Ja, das muss reichen hier. Mehr gehört auch gar nicht auf dem Balkon. Ganz ehrlich. So. Oh, die Zeit ist ja um, merke ich gerade. Aber wir sind ja eigentlich ganz gut fertig geworden. Und ja, war doch ganz produktiv. Haben ein paar Inneneinrichtungen hinbekommen. Dann sind die Gebäude jetzt auch endlich mal vollständig. Dann gehen wir auch mal kurz uns auf unseren Aussichtspunkt hier. Zack. Und ich finde, das sieht doch schon
richtig wie ein richtiges Dorf aus. Ja, ich bin zufrieden. Damit würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Und tschö.